Strand von Tel Aviv döst bei fast sommerlichen Temperaturen vor sich hin. Tel Aviv, das liegt ja weit außerhalb der Reichweite der Raketen. Erst wenn sie hier einschlagen, so heißt es, ist der Nerv des Landes getroffen. Und von hier aus starten wir unsere Reise in den weniger friedlichen Süden, wo auch heute wieder Raketen einschlugen. Gar nicht weit südlich von Tel Aviv taucht Nizan auf. Ein Ort noch recht provisorisch im Wüstensand, extra geschaffen für die Menschen, die 2005 bei der Räumung von Gaza durch Israel hier angesiedelt wurden. Jetzt werden sie von Gaza aus beschossen. Wenn man die Bewohner nach dem Krieg fragt, ist somit auch kein Wunder, dass gerade sie eine eindeutige Meinung haben. Endlich hat die Regierung reagiert, aber es wird nicht ausreichen. Sie wird eine Waffenruhe anstreben, bevor sie ganze Arbeit geleistet hat. Ganze Arbeit heißt, Hamas zu zerschlagen und ihre Mittel zu zerstören, Raketen abzufeuern. Weiter die Mittelmeerküste entlang. Seit einigen Wochen können überall hier Raketen einschlagen. Die Hafenstadt Aschkelon liegt da wie im Frieden. In ihrer Nähe wurde jedoch ein Kindergarten getroffen und fast zerstört. Zum Glück war er wegen des Krieges geschlossen, alle Kinder zu Hause. Dr. Michael Lamoni bringt uns in den Keller des zuständigen Kinderkrankenhauses in Aschkelon, das für diesen Ernstfall nicht gebaut ist. Ja, das ist alles nur notfalls jetzt. Wir sind einfach unter die Erde gegangen. Aber wenn nicht oben, sind wir nicht geschützt. Gott sei Dank hat es keine tote Kinder gegeben. Aber verletzte Kinder werden hierher gebracht. Und dann tun wir sie pflegen. Dann führt uns der israelische Doktor zu einem kleinen arabischen Patienten. Seine Mutter, die sind aus dem Gazastreifen, die tut jetzt entbinden bei uns. Ach, die ist hier? Die ist hier, die Mutter, und sie tut jetzt entbinden. Sie ist in Entbindungssaal. Seine Mutter, ja. Und jetzt ist alleine unter der Obhut von den Krankenschwestern. Und natürlich tut es mir leid als Arzt, was dort geschieht. Ja, aber das ist mit ihr Schuld. Sie beschießen uns jetzt. Dieser Krieg ist nur ein Notwehr von uns, ja. Aber absolut muss der nicht sein, ja. In Schichten arbeiten drei Clowns in der Klinik. Als Schocktherapie für die kleinen Kinder und etwas Aufmunterung für die Großen. Das Kraftwerk am Meer wäre ein Traumziel für Hamas-Raketen. Bisher nicht getroffen. Ironischerweise liefert es Strom nach Gaza. Beersheva, die Metropole des Südens in der Negev-Wüste. Gaza war für sie ein fernes Problem. Bis vor einigen Wochen war diese Stadt außerhalb der Reichweite der Raketen. Das ist jetzt anders. Und wir wollen hier im Rathaus mal wissen, was man dazu zu sagen hat. Hallo, guten Tag. Thank you. Wir stehen einem blutjungen Bürgermeister gegenüber. Er ist ein paar Monate im Amt und schon mitten in einer Krise. Die Bürger sind sehr diszipliniert und stehen hinter der Armee. Es wurden die Lehren aus dem Libanon-Krieg gezogen. Heimatfront und Armee arbeiten hervorragend zusammen. Die Tankstelle liegt ausgerechnet in der Zone, wo die Qassam-Raketen mit Vorliebe runterkommen. Aber tanken muss sein. Sie müssen den gefährlichsten Job der ganzen Gegend haben. Ich fühle mich ganz sicher, denn ich glaube an meine eigene Armee. Alles ist in Ordnung. Ich mache mir keine Sorgen. Ich wohne in Aschkelon, wir kriegen Raketen ab, aber ich habe keine Angst, nicht mal an der Tankstelle. Wir haben einen Bunker, bei Alarm gehen wir rein und da sind wir sicher. Im Café der Tankstelle lungern ein paar Soldaten herum. Mal etwas weg von der Front. Die Einfahrt nach Sderot. Auf das schmucklose Städtchen sind in den letzten 8 Jahren Tausende Qassams herabgeregnet. Es liegt gefährlich nah an Gaza. Überall stehen bemalte Betonbunker. Helfen sie? Unter diesem Baldachin saßen gerne Mütter mit ihren Kindern oder die Alten spielten Karten. Jetzt sieht man hier niemanden mehr. Wenn der Alarm ertönt, hat man von hier aus 15 Sekunden Zeit, um einen Bunker zu erreichen. Und ich würde jetzt gerne mal versuchen, ob ich es schaffe, in 15 Sekunden diesen Bunker zu erreichen und in Sicherheit zu sein. Von jetzt ab.
So, wie viel habe ich gebraucht? 15. 15 Sekunden. Also ich habe es gerade geschafft. Ob es Mütter mit Kindern schaffen oder alte Leute schaffen, weiß ich nicht. Kleine auf jeden Fall. Ich fühle mich aber trotzdem hier drin nicht besonders sicher. Solange die Kassams flogen, die kleinen Raketen vielleicht ja, jetzt gibt es die schweren Raketen. Und ob dieser Bunker das aushält, keine Ahnung. Kaum haben wir unsere Übung beendet, ertönt ein echter Alarm. Aus Lautsprechern klingen über die Stadt die Worte Farbe Rot. Das war jetzt also ein echter Alarm. Und jetzt warten wir noch ein paar Sekunden auf den Einschlag. Letzte Station dieses Tages ist eine Art Feldherrnhügel der Medien. Er liegt direkt am militärischen Sperrgebiet. Von hier aus schaut die Welt per Satellitenübertragung hinunter auf den Kriegsschauplatz Gaza. Es kommen schon Besuchergruppen und Schaulustige, die ein wenig Krieg gucken wollen. Wie ein Feuerball versinkt die Sonne über Gaza. Welch ein Symbol.